Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Icewind Dale. So, wofür brauchst du mich hier? Ihr werdet ja soweit wieder einigermaßen fit. Ich bin bereit. Dann schauen wir doch mal nach. Was haben wir hier? Bärenfeld? Jawohl! Da ist sich nichts drin. Noch ein Lederwams. Ja, ich habe halt keinen Platz mehr unten im Verwundbarkeitsrang. Den nehme ich aber mit. Das lasse ich mir nicht entgehen. Meisterdiebeskunst. Brauche ich, glaube ich, auch nicht so wirklich. Zu deinem Befehl. Halt noch einige Dings hier. Einige Tränke. So, die Diebe sollten ja alle erledigt sein. Das ist auch noch mit diesem Banner. Mhm. Haben wir denn sonst noch irgend... Achso, hier könnten wir vielleicht mal noch reinschauen. Seth? Aha. Lebt hier doch noch jemand. Wo ist denn der Rest der Truppe? Ich würde gerne noch buffen. Okay, also mit Rechtsklick kommen wir ins Inventar rein. Das ist mir jetzt auch neu. Da unten sind die. Ja gut, vielleicht... wenn das nur ein Dieb ist, sollten wir den ja auch platt kriegen. Halblingsmann. Oh. Heiliger, der sagt, bringt den gerechtesten Sieg. Ja, da brauchen wir uns nicht für buffen. Ja, ordentlich. Geld und halt Zeug. Was hast du denn da? Ein Dolch? Na gut. Ich schätze, ich habe Zeit. Nun gut. Wie viel Platz hast du denn noch im Inventar? Das geht sogar, merke ich. Gut. Die wären alle so extrem überladen gewesen. Na gut, der hat wahrscheinlich jetzt die ganze Munition verballert. Na, es geht echt noch. Stimmt, die Dings könnten wir auch mal noch verkaufen. Wir müssen dringend identifizieren. Mein Schwert? Sind denn hier keine Händler? So, dieser Tisch ist mit zufällig angeordneten Diebeswerkzeugen bedeckt. Pfeilen, Hammer, kleinere Klingen. Mhm. Das auch. Oder Diebeswerkzeuge hier. Ich bin dein Mann! Hier irgendwelche Fallen, könnte ich mir bei dem ja gut vorstellen. Was auch nichts, sonst ist nichts zum Plündern da. Wie es aussieht. Okay, ich dachte, das wäre dann vielleicht hier das Zimmer, wo der Magier drin war, aber der ist wahrscheinlich erst gekommen, nachdem wir den Dings hier laufen lassen. Vielleicht als Alternative, dass man auf jeden Fall einen Kampf hier hat. Nicht so einfach da rauskommt. Ja, aber zum Mitnehmen auch ist da, glaube ich, nix. Nö. Ein Wort von... Jawohl! Okay. Dann sagen wir erstmal Bescheid, dass wir hier aufgeräumt haben. Und halt hier Market haben ziehen lassen. Na du? Hallo. Irgendwas? Wie seid ihr hergekommen?
Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe Malavon ständig schikaniert, als er klein war. Als der ehrwürdige Bruder Prokelin und seine Leutnant sich mit meinem Volk getroffen haben, habe ich Marquette ignoriert. Ich habe mit ihm nicht mit ihm gesprochen, weil er ein Mann war. Stattdessen habe ich mit der Maid Ilmada gesprochen. Ilmadia gesprochen. Nach langen Diskussionen sah meine Stadt keinen Grund, sich mit Prokelin zu verbünden. Anders als der Rest meines Volkes wollte Malavon sich dem ehrwürdigen Bruder zusammenschließen. Ich hatte das herausgefunden. Daher hat er mich entführt, zum Market gebracht und damit er mich in Gewahrsam nimmt. Schließlich haben sie es doch herausgefunden. Jetzt bleibt Prokelin ein Angriff auf meine frühere Heimat. Und ich hier bei Market. Warum geht ihr nicht einfach von hier fort? Mein Bruder Malavon, ihr habt mich mit einer Reihe von Flüchen belegt. Wenn ich hier die Grenze des Palastes übertrete, werden die beiden ersten Flüche meine natürliche Abwehr gegen Zauberkräfte zerstören. Der dritte Fluch wird dann meine Lebenskraft zerstören. Wenn ich einen Weg finde, werde ich euch helfen, Gina W. Lebt wohl. Ist auch noch was zu tun. Der Kopf wird jetzt nicht Bescheid sagen, dass wir den haben ziehen lassen. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal den Sack Kartoffeln ab. Jawohl! So, können wir dir noch irgendwas sagen? Ja, das ist okay. Er darf auch nicht reden. Aber das finde ich tatsächlich schön, dass hier wieder so ein bisschen mehr Nebenquests sind. Das hat mir in den anderen Kapiteln halt so, oder allgemein halt so, eher gefehlt. Das ist einfach so, die anderen Kapitel waren so, hey, du brauchst diesen Gegenstand, geh jetzt mal in diesen Dungeon rein und kämpf dich über 5 Level durch, dann kriegst du den Gegenstand, dann kommt das nächste Kapitel. Und hier ist halt so nebenher noch ein bisschen was zu machen. Oder ich habe die halt übersehen, aber so viele Leute, mit denen man reden konnte, waren halt in den anderen Kapiteln auch nicht. War einfach nur hier so im Prolog und jetzt im letzten Kapitel, wo mal was abseits der, in Anführungsstrichen, Hauptstory tun ist. Und da habe ich halt eben den Eindruck, dass das bei Baldur's Gate zum Beispiel, dass da ein bisschen mehr Wert auf Storytelling gelegt wurde, statt halt hier auf die Kämpfe. Also zumindest ist jetzt mein Eindruck. Auch weil es geht, habe ich halt ewig nicht mehr gespielt. Ich hatte jetzt neulich beim Stream nochmal kurz reingeschaut. Du warst es, glaube ich, mit dem Essen, oder? Ich habe euch was zu essen aus dem Palast mitgebracht. Naja, wer ist eigentlich die... Ja, können wir gleich später mal fragen. Juhu, das gab ordentlich XP. Na, ich will verdammt sein. Ich hätte nie gedacht, dass uns jemand hilft. Es scheint gar nicht so übel zu sein. Vielleicht könnte er mir uns ja noch bei etwas anderem helfen. Sicher, sagt einfach, was ihr braucht und ich werde sehen, was ich tun kann. Mein Volk befindet sich nicht weit von hier in einem Lager. Die Erdkolosse haben es bisher noch nicht aufgespürt, aber es kann nicht mehr lange dauern. Wenn ihr es bis dahin schafft, könnt ihr euch dort verstecken. Wir würden es natürlich sehr zu schätzen wissen, wenn ihr uns gegen die Erdkolosse verteidigen würdet. Wie komme ich dorthin? Geht zur Nordstrecke der Grube, bis ihr auf eine Hochebene kommt. Lauft dort eine Weile herum, damit die Erdkolosse auf euch aufmerksam werden. Ich kann schon jetzt spüren, wie sie unter uns graben. Wenn sie durch sind, könnt ihr das gewundene Tunnellabyrinth auf der anderen Seite betreten. Mit den leuchtenden roten Edelsteinen findet ihr den Weg zu unserem Lager. Warum benutzen die Erdkolosse den Pfad nicht, wenn man ihm so leicht folgen kann? Das ist so. Die Augen der Erdkolosse können rotes Licht nicht besonders gut sehen, besonders wenn sie graben. Sie haben eine seltsame, klare Haut über den Augen, die sie vor dem Geröll schützt, wenn sie umherhasten. Es ist fast unmöglich für sie, den besonderen Farbton des Diamantenlichts auszumachen. Interessant. Danke. So, kannst du noch über die Maid was erzählen? Sie ist ein verrücktes Frauenzimmer und dient unserem
mysteriösen, bösartigen obersten Herrn. Ich weiß nicht viel über sie, außer dass sie eine Elfenmaid ist und den Auftrag hat, große Schmiede abzureißen. Anscheinend will unser oberster Herr ein riesiges Schiff aus dem Material der Schmiede bauen. Okay. Alles klar, das könnte ja tatsächlich was sein. Vielleicht haben wir dann das Glück, dass in dem Elfendorf dann auch ein Händler ist, dass wir mal unser Zeug identifizieren können. Und, und dann auch dementsprechend mal verkaufen und ausrüsten können. So, sollen wir jetzt hier rumlaufen? Und noch hin. So viel weiter geht's jetzt hier erstmal nicht. Aber da noch? Da könnte halt noch was sein. Ah, hallo, Erdkolosse. Bereit! Dann buffen wir uns mal schnell. Das ging jetzt schnell. Wir müssen echt noch ein bisschen rumrennen. Ne? Und ihr seid wieder unnütz. Das ist jetzt ungut. Ich hatte ja gespeichert. Dann machen wir das anders. Dann buffen wir uns erst und gehen dann da rein. Wenn wir direkt da rauskommen, sollte das ja passen. So, geredet haben wir mit dir jetzt aber, oder? So, dann sammelt euch mal hier. Dann hauen wir die Buffs rein und gehen dann nach oben. Und hauen dann hoffentlich erfolgreich ein paar Erdkolosse platt. Bereit! So. Okay. Ach ja? Nicht groß. Dann mal los. Wir hasten jetzt sogar hier schon rum. So. Ist auch keiner. Halt! Zeig, was du zu bieten hast! Hier. Dingst worden. Ist nur einige. Da ist ja etliches los gerade. Oha. Jupp, das sind echt einige. Hm. Dämmchen, du kriegst hier viel zu viel Schaden an und bist jetzt aber auch wieder nicht nutzbar. Was soll es sein? Ich glaube, das wird nichts mehr. Zu den Waffen! Du bist beim Zaubern wieder gestört worden, wie es scheint. Das läuft alles überhaupt nicht rund hier. No, ah. Ja gut, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Trotzdem ist der Erste gestorben ist. Dann parkieren wir noch eine Schädelfalle hin. Damit wärst du jetzt auch unnütz. Ja, nee, das können wir knicken. Wieso werdet ihr denn alle immer von irgendwas gestunt, dass ich euch nicht mehr steuern kann? Das ist doch echt beschissen. Lass mich doch meine Gruppe mal befehligen, liebes Spiel. Jawohl!
So. Ab hier hin. Der Kampf gegen die Altglosse ist echt übler, als ich dachte. Bereit! So. Schild. Passt. Ja? So, ich könnte ja auch versuchen, jetzt hier ein bisschen rumzulaufen und dann mich wieder verziehen oder zurückziehen. Das Ganze hier mit AOE-Zaubern so ein bisschen anzugehen. Schon wieder die Hälfte hier nicht benutzbar. Meine Güte. Da drauf. Es dauert halt auch ewig, bis der gezaubert hat. Die gehen nirgendwo hin. So. So. Ich würde dich jetzt gerne wieder steuern, Mädel. Das ist so zum Kotzen mit diesem Scheiß. Immer wird diese verfickte Kontrolle hier rausgenommen. Warum? Was ist das jetzt nochmal genau? Eine Stärke, was hast du? Verwirrt. Warum? Es sind nur Erdkolosse. Ich bin bereit! Natürlich rennt sie halt auch genau mitten in dieses Gift. Also ich glaube das Gefühl, wenn die verwirrt sind, machen die das absolut unnötigste und dümmste, was man halt... Nun sollst du bezahlen. Was man sich halt vorstellen kann. Wie ist es halt in dem Ding da drauf? Das ist so zum Kotzen. Das ist so unglaublich zum Kotzen. So ein beschissene Scheiße hier. Mann! Lass mich den scheiß Kampf jetzt endlich mal fertig kriegen. Ich könnte versuchen, dass ich erstmal nur mit dem Magier vorgehe. Ach ja? Und halt, ist halt die Frage, ob der AOE-Zauber überhaupt was bringt. Das ist halt die andere Sache. Ja, dass halt die halbe Gruppe dann wieder nicht zu nutzen ist. Kämpfe sind so schon beschiss genug, dass da brauchen wir nicht nur die Kontrolle hier weggenommen werden. Das hasse ich ja sowieso in Spielen, wenn mir irgendwas die Kontrolle über meine Leute wegnimmt. Na klar, wir können das auch. Aber trotzdem ist es halt Mist. Bin schon dabei. Wahrscheinlich bist du jetzt auch der dann direkt hier verwirrt wird und dann nicht mehr nutzbar ist. So. Dann. Was haltet ihr davon? Das scheint tatsächlich sehr erfolgreich zu sein. Habe ich den Eindruck. So, dann bleibt er vielleicht mal weiter dran. Das macht so einen Kugelblitz. Okay, den muss ich ja auf den Gegner visieren. Warte ich da vielleicht noch ein bisschen? Zu deinem Befehl. Erwarte kein Pardon! Du bist leicht verletzt, obwohl du die ganze Zeit da in dem Ding da drin gestanden hast. Oder haben wir da schon einen weggehauen? Ja, irgendeiner ist schon wieder hier ver... Das ist so... Ihr seid beide und du bist halt die Magie hier mein wegnehmen Schwert könnte. Gehört dir.
Vielleicht sollte ich mit dem auch mal gucken, ob ich da irgendwelche Spells habe. Um die Sachen dann rückgängig machen zu können. Ich versuch's kurz zu machen. So. Da waren es auch deutlich weniger. Ah, jetzt kommt der Rest. Vielleicht hätte ich echt nicht einfach mit allen Mann da reinlaufen sollen. Jetzt können wir die nämlich einzeln einigermaßen weghauen. Das ist doch schon mal gut. Du brauchst mich? Du haust zumindest in deinem verwirrten Zustand ja noch auf die Gegner drauf. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So, ich glaube, wir haben es. Meine Herren, das hätte echt nicht so lange dauern sollen. Na gut. Ihr habt euch wieder lieb. Ich bin hier. Und zum Glück ist keiner so extrem angeschlagen. Habe ich jetzt wieder Kontrolle über alle? Ja. Dass ihr euch gegenseitig umbringt. Weiß auch gar nicht, ob das geht, aber wahrscheinlich halt schon. Ich bin hungrig, hier diesen müde. Lasst uns Verwirrtheitszustand haben. Wir müssen eine Pause machen. Ich werde müde. Findet einen geschützten Platz zum Rasten. Die Schatten rufen mich. Okay. Können wir uns aber auch nichts. Wär's ganz schön müde. Nichts sagen. Okay, dann speichern wir mal. Ob wir jetzt hier in Ruhe rasten können. Das ist nett. Dann komm. Dürfte, glaube ich, dann auch relativ egal sein, durch welchen Durchgang wir hier gehen. Schätze ich mal. Ja, die könnten wir auch noch schnappen hier, die Sachen. Aber wie gesagt, wir haben keinen Platz im Inventar mehr. Danke, dass ihr Gello aus den Minen befreit habt. Durch seine Rückkehr haben wir wieder neuen Mut gefunden. Wenn wir jetzt noch unbeschadet ausharren, bis die Erdkolosse vorbeigezogen sind, stehen die Chancen gut, dass wir uns erholen. Könnt ihr mir etwas Heilung zukommen lassen? Kann es leider nicht identifizieren. Verdammt, aber wir können Zeug verkaufen. Das hat leider auch nichts. Ich glaube nicht, dass wir da so viel loswerden. Weil du hast ja den. Ich bin bereit. Ich werde mich darum kümmern. Ja, immerhin so viel schon. Vielleicht finden wir aber noch einen anderen Händler hier. Das wäre toll. Er erzählt, dass ein. Scheiterter Paladin durch die Hallen von Unterdorn tief zieht, der dort unermüdlich nach den Verantwortlichen für den Krieg zwischen den Elfen und den Zwergen sucht. Mhm. Das sieht doch nach einer Schmiede aus. Okay, die haben so Dings rausgeschnitten. Market wird von zwei Männern bewacht. Brüder mit dem Namen Flietzum und Flotsam. Flietzum tut alles, was Market von ihm verlangt, und Flotsam scheint weder viel um Market noch um seinen Bruder zu scheren. Ja, die haben wir beide schon erledigt. Passt. Malan Us Ismali Ustal Tandas Zathaltra Sanym. Entschuldigt, ich verstehe nicht, was ihr sagt. Verzeiht mir, werter Kunde.
Ich werde zu unserer beider Bequemlichkeit eure Gemeinsprache sprechen. Benimm. Wunderbar, zeigt mir eure Waren. So, du kannst identifizieren. Sehr schön. Was? Du bist aber teuer, Kollege. Ich meine, gut, wir haben Geld, aber du bist teuer. Nimmst das Zeug, dann warte ich tatsächlich mal gerade noch. Vielleicht gibt es hier noch einen anderen Händler, wo wir die billiger identifizieren können. So, wer bist du? Der sieht noch etwas besonders aus. Der dreckige Lou. Willkommen beim dreckigen Lou, mein Herr. Wir haben heute eine feine Auswahl für euch. Direkt aus dem stinkenden Bauch von Ferun. dreckiger Lou, kennt ihr jemanden, der mit diesem Käferpanzer was anfangen kann? Ja, ich kenne ein paar Handwerker, die aus diesem Panzer einen großen Schild machen könnten. Ein Stark noch dazu. Würde ich allerdings 10.000 Goldstücke kosten und es würde 10 Tage dauern. Okay. In Ordnung, klingt gut. 10.000 haben wir ja, das passt. Lasst mich eure Waren sehen. Was willst du fürs Identifizieren? Weniger, guck mal. Sehr schön. Dann machen wir das doch einfach mal hier. So. Du hast wahrscheinlich auch Pfeil oder irgendwas da. Die Pfeile machst du aber nicht. Dann muss ich da dann doch das Teure mitnehmen. Aber gut, ich denke, da reicht es dann, wenn wir es einmal identifizieren. Schätze ich. Ah ja, genau. Handschuhe hat er auch noch mit dabei gehabt. Der Elfenmacht. Riemen willst du auch nicht. Schwarze Drachen. Ah genau, das waren die, die wir ihm abgenommen haben. Stimmt, stimmt. Zauberrobe, Armbänder, Dolch. Das hat sich doch mal gelohnt. So. Feldharnisch plus 1. Okay, du kannst den nicht nehmen. Wie sieht's bei dir aus? Oha. Sehr schön. Warte mal, können wir dir den Schienenpanzer geben? Allerdings schlechter, okay. Können wir immer noch nicht identifizieren? Ja, du bräuchtest dringend wieder Dings. So. Okay, das macht nichts aus. Was kann denn der Dolch? Salamanderzunge. Plus 3. Muss der Feuer durch doch mal langsam weg. Was bringen die Handschuhe? Elfenmacht. Bonus, Stärke. Kämpfern können die nur nehmen. Okay. Dann. Habt ihr denn eigentlich schon Handschuhe?
alle nicht benutzen. Ihr habt auch schon alle Handschuhe. Reichen wir das einfach mal hier durch. Kannst sie auch nicht nehmen. Geht dann wahrscheinlich auch nicht, okay. So, der ist auch noch nicht identifiziert. Schwarze Drachenschuppe. Die könntest du tatsächlich nutzen. Aber ich glaube, so toll ist die nicht. Was hat die denn an Boni? Gegen Säure und gegen Zauber. Mutig. Zusätzlicher Angriff verrunden, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Ja, können wir mal gucken, ob wir mit dem Schild noch irgendwas anfangen können. Okay, den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich sehe gerade, es ist wieder an der Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.